Wir hatten regelmäßigen Austausch. Am Abend gab es immer eine Videokonferenz mit dem gesamten Trainerteam und mir. Also von daher fand der Austausch wirklich sehr gut statt. Ja, also ein Derby-Sieg bedeutet mir persönlich immer was. Ist ja logisch. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt ein bisschen auch auf das familiäre Umfeld anspricht. Also ich werde zumindest versuchen, den Fokus auf dieses Spiel hinzubekommen, auch wenn das nicht ganz so einfach ist. Aber ich glaube, das gehört zum Leben, es gehört dazu. Ich bin mir sicher, das wird mir auch gelingen. Zu meinen Erfahrungen, ich glaube, ich habe alles erlebt, wenn es um Derbys geht, sehr emotionale Derbys. Ich habe Derbys als Trainer erlebt, die abgebrochen wurden. Als Spieler auch Erfolge gefeiert. Das sind immer wirklich spezielle Siege, aber auch Enttäuschungen erlebt. Als Trainer auch Derbys gewonnen. Ich glaube, meine Bilanz in den Derbys sieht nicht so schlecht aus als Trainer. Als Spieler sieht es ein bisschen schlechter aus, muss ich schon sagen. Also von daher wirklich die ganze Bandbreite erlebt, an Hochs und Tiefs, so, wie soll ich es umschreiben, ein bisschen Achterbahn fahren. Ja, natürlich werde ich mich freuen aufs Spiel, aber du sagst es richtig, sehr ungewohnt, dass ich meine auch die PK, wirklich ungewohnt, du sprichst da in die Kamera, hat keine Leute, ja, Situation ist so. Aber am Schluss ist ein Derby ein Derby, es ist ein spezielles Spiel, da sind spezielle Emotionen dabei und nein, natürlich freuen wir uns aufs Spiel.